Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GTA New Horizon. Ja, mal können wir gleich mal in unsere Felder gucken. Habt ihr gesehen oder auch nicht? Also ein bisschen bergab getragen. Baum habe ich nichts momentan gemacht. Aber ich habe meine Quest bekommen. Und jetzt habe ich gerade noch meine zwei Säpplinge bekommen. Also fürs Weizen. Dann können wir uns noch die Crops nämlich rausnehmen. Und jetzt muss ich ein wenig hoffen, dass ich wieder noch ein bisschen Oakwood bekomme. Dass mir dann genügend Holz haben zum Durchjagen. So, Jungle. Holz, oder? Das kann man doch lassen. Na gut aus. Tierchen geht's hoffentlich gut. Gehen wir wieder rein. Wie gesagt, wird alles noch sauber aufgeräumt, wenn es dann mal soweit ist. So, dann heißt es jetzt, hier müssen jetzt die Federn rein, die Eier, das da und das da geht da rein. Karotten sind schon sehr viele drin. So, dann haben wir das. Jawohl, haben wir dann nämlich auch schon mal wieder ein Stack. Wird nämlich wichtig. Wir brauchen das für den da hinten. So, dann hätte ich mal gesagt, detekten wir mal schnell den da. Und jetzt haben wir unseren Eimer. Der war wichtig. Die habe ich wohin? T? Ach da. Jawohl, 58. Das brauche ich für Fackeln. So, dann haben wir jetzt unseren Eimer und jetzt können wir nämlich das Chrysotäugel nehmen. Das packen wir nämlich hier rein. Und dann 32 davon. Und dann kann ich schon mal Stein durchjagen. Und da wir mehr als einen Stack haben, läuft auch gleich der zweite Ofen mit. Sehr gut. Schon mal wieder was Schönes gemacht. So, und jetzt steht hier dort. With your newly acquired fuel source, you can bla bla bla. Stone or clay, iron or copper, for example, just in case, don't know, the spawn. Ja. Jawohl. So, Upgrade 2.0 brauche ich 256 Cobbles. Ja, gut, dass ich die gerade weggeräumt habe. Aber wir müssen jetzt sowieso erst einmal auf Erzsuche gehen. So, das heißt jetzt, wir drücken jetzt mal ein paar Mal die F9. Und dann stellen wir uns mal dahin. Und jetzt hätte ich aber auch gesagt, ich nehme ja. Ach ja, ich bin sehr weit oben. Ich bin sehr weit oben. Ich muss mir momentan noch angewöhnen. Ah, Tool Station habe ich einstecken. Habe ich beides einstecken. Ja, schön. Gut schon dran gewöhnt. Haha. Da. Nee. Einfach vergessen aufzustellen. Nicht schon eingesteckt. Sehen wir gleich mal, wie weit das dieser ganze Clay nach unten geht. Am liebsten hätte ich sofort Redstone. Sehr schön. Ab 70. Nein, Schmarrn, ab 63. Oh.
Oh, ich weiß, was das wird. Das ist schon mal sehr schön. Das ist schon mal wirklich sehr schön. Einzigste, was nicht schön ist, dass ich es nicht abbauen kann, weil ich noch nicht die Picke habe. Dafür brauche ich Bronze. Da reicht nicht mal Kupfer. Soweit ich weiß. Also Redstone hätte ich am liebsten, weil dann könnte ich nämlich den einen Goblin da, der wohnt in seinem Häuschen wohnt, mal den Cauldron klauen. Borgen. Nein, ich klaue nichts. Ich borge mir was. Für länger. Und dann könnte ich mir Redstone waschen. Und dann könnte ich ein bisschen meine Werkzeuge hier beschleunigen. So, und jetzt habe ich hier drauf gedrückt. Sehr schön. Das heißt, wir haben das. Hier ist der Chunk. Genau. So, und dann gehen wir hier jetzt wieder mit Dirt hoch. Halt. Dann brauche ich meine Toolstation. Machen wir gleich mit beiden. So, und das ist jetzt dann die. Wir müssen J drücken, denn wir haben jetzt da Shaogun GT Ore Veins. Und wenn man jetzt dann drauf geht, ist es die also ist es die Diamond. Ist Graphit, Diamond und Kohle drin. Ich kann aber leider gar nichts abbauen. Gar nichts. Also ich muss zwar noch mal ein bisschen nach unten. So, aber das ist jetzt Diamant. Schauen wir noch mal nach. Graphite. Nicht Ore Processing Veins, der das. Das ist Diamond. Jawohl. Also B. Und dann ist das I minus Diamond. Also ich weiß, wo ich bin, was ich bin, warum ich bin. Darum wird es markiert. Und vor allem, dann weiß ich auch, wenn ich den dann lösche und das Icon auch mit lösche, dann weiß ich alles klar. Ich habe fertig. So, ich sollte auch mal auch noch aufpassen, nicht, dass ich jetzt. Gott sei Dank rechtzeitig oben gewesen. Also Diamant haben wir schon mal. Kohle. Also Kohle wäre schon mal wichtig. Okay, wäre jetzt dann hier mit drin. So, dann essen wir aber erstmal was. Und wir gehen erstmal darüber. Was auf jeden Fall wichtig ist, wenn man so nach unten buddelt. Es sollten keine Blätter da sein, weil auf einmal ist da unten stockfinster. Aber das ist jetzt der hier. Also die wichtigsten Adern brauchen wir halt. Also
Redstone ist schon mal meiner Meinung nach wichtig. Es ist Eisen sehr, sehr wichtig. Da brauchen wir nämlich tonnenweise davon. Wir brauchen Kupfer und wir brauchen Cassiterit, also beziehungsweise Zinn. Da steht zwar Small Iron Ore drauf, aber das ist die Appetite Runde. Okay. Ich bin jetzt wieder. Da ist das Center. Gehen wir auch hier hin. B. Das ist dann J. Weil das mehr für LV ist. Ist aber nicht das Wertvollste. Also ich schaue auf jeden Fall noch so ein, zwei. Also ich will die 256 256 Steine haben. Weil wenn ich die nämlich habe, können wir nämlich die Quest abgeben. Dann kriegen wir Eisen. Und ich sollte auf jeden Fall noch Eisen finden. Das wäre, glaube ich, auch nicht gerade das Schlechteste. Ja, nicht, dass ich meine Picke dann nicht reparieren kann. Ich bin ja sogar beim Überlegen, ob ich schon, ob ich anfange, eine zweite mitzumachen. Dass ich dann sozusagen die, wo ich jetzt gerade habe, einfach nur verwende zum normalen Buddeln. Und die andere dann für die besseren Sachen. So. Ich brauche jetzt auf jeden Fall das Holz muss raus. Habe ich hier? Ja, habe ich. Da kommst du rein, da kommst du dahin. Aber ich mein Stick. Okay, dann hätte ich gesagt. So. Solange ich die Toolstation nicht dort stehen habe, kann ich auch keine Tools bauen. Ja, das klingt doch nach einem schönen Namen für eine Picke, oder? Das eine wird dann sozusagen die mit Silk Touch. Und das wird die, wo dann irgendwann Lapis drauf hatte, wo dann Glück kriegt. Okay. Und dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Picken dabei. Dann hätte ich mal gesagt, schmeißen wir mal das schnell hier rein. So, 128, 256 hat er gesagt. Dann hätte ich mal gesagt, dann gehen wir mal nach unten. Eisen wäre nicht schlecht, weil dann sind wir. Ich habe noch eine Fackel dabei, wow. Grantig?
Granitik, Mineral. Es wird Mineralsand bestimmt sein. Sagt der und gießt drauf. Okay. Das ist jetzt dann die Mineralsand. Das ist auch I. So, beim Mineralsand bin ich jetzt Mineral. Sand müssen wir mal schnell gucken, was wir alles drin haben. Wir haben drin Mineralsand. Das ist okay. Mineralsand kann ich dich normal schmelzen. Du wirst Eisen. Okay. Das klingt ja schon mal super. Das war F7. Jetzt wäre es vielleicht noch intelligent gewesen, ein paar Fackeln mitzunehmen. Dann hätte ich da auch ein wenig mehr ausgraben können. Weil dann kann ich da nämlich dann mein Eisen draus machen. Aber das kann man ja auch wieder sozusagen ans Ende packen. Perfekt. So, wie viel habe ich dabei? 12, 13, 14, 15, 16. Schauen wir mal. Uses oder Receive? Nein, beides nicht. Okay, also ist das nicht so wild. Ich glaube, ich muss die Steine abgeben für die Quest. Also schauen wir mal schnell rein. Zweihundert haben wir schon. Wenn wir schon mal 200 haben, dann sind wir ja schon mal eine Runde glücklich. So. Aber das, was ich ja gesagt habe, ein Gravel kriegt man auf jeden Fall. Brauche jetzt erst einmal ein bisschen Charcoal. Und ein bisschen Stick. Und dann haben wir erst einmal ein paar Fackeln. So, und darum. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich nochmal schnell runtergehe und noch ein bisschen was raushaue, dass ich wenigstens 32 Stück habe. Ja, das werde ich nochmal tun. Das heißt, ich kann da auf jeden Fall meine Steine schlagen. Mineralsand, jawohl. Dahin. Ja, das heißt für mich, ich muss immer, ich gehe immer daher, wo die Erde ist, und grabe mich halt wieder runter. So. Den kann ich aber leider nicht wegmachen. Weil ich das Zeug noch nicht abbauen kann. So, und du wirst es auch noch nicht können. Dann heißt es Toolstation nehmen.
Instellen, reinschmeißen, Picke aufwerten. Das Schöne ist, für einen Stein kann ich jetzt wirklich die andere nehmen, dass die levelt. Wie gesagt, wenn ich nochmal 50 Steine habe, dann habe ich auf jeden Fall auch meine Picke. Und ich habe auf jeden Fall mit dieser Vene hier schon alleine mein Eisen. Aber was ich ja auf jeden Fall will, ist, ich muss die ersten Eisen dann erstmal in Werkzeug investieren. Also ich will auf jeden Fall 32 Eisen-Ingots haben. So, 43 haben wir schon. Das heißt, ich kriege sogar ein Stack zusammen. Jetzt ist die Frage für mich. Genau. Ich muss erst dieses Upgrade hier machen. Ah, aber, was habe ich euch das letzte Mal gesagt, ne? Wenn man es jetzt nicht mehr weiß, soll ich den eigentlich gern wissen, was da drin ist. So, ich brauche 72 Ingots. Ja, weil jetzt wäre jetzt natürlich ein wenig doof, wenn ich jetzt dann genau bei 64 aufhöre. So, und was jetzt viel schlimmer ist, ich habe mein Bett nicht dabei. Das heißt, wir müssen jetzt die Nacht hier durchgraben, weil sonst könnte es gefährlich werden oben. Und wollen wir nicht. Hat ja aber auch den Vorteil, dass wir hier auch was zu tun haben. Und ist ja auch mal am Anfang was, wenn man die zusammen macht. Wie gesagt, werde ich auch am Ende der Folgen dann immer wieder mal machen, dass ich sage, ja, ich gehe jetzt nochmal eine Runde minern oder ich gehe nochmal suchen. Ja, dass man das dann im Schnelldurchlauf dann halt auch dabei hat. Wenn sich jetzt schon wundert und sagt, ich habe doch schon Kommentare geschrieben und er antwortet nicht drauf. Ich nehme momentan ein bisschen wieder voraus auf, dass ich auch die Chance habe, dann über einen, ich sag mal, längeren Zeitraum, ich sag mal 2, 3 Wochen, auf jeden Fall auch Material zu haben. Und ich kann aber auch noch nicht sagen, genau sagen, wie viele Folgen, dass ich jetzt sozusagen dann pro Woche raushau. Erste kam ja Halloween. Die zweite kam dann Allerheiligen. Sozusagen an den 2 Feiertagen. Wenn's, Halloween ist doch kein Feiertag. Nein, aber der Reformationstag. Der ist einer. Der ist auch da. Bin zwar schon ein bisschen, aber nicht ganz. Dann heißt es jetzt, wir haben fleißig gesammelt. 48 Stück. Ich glaube sogar, dass ich schon mehr habe. Sehr gut. Und ich hätte gesagt, das Wichtigste ist eigentlich die Schaufel. Und dann hätte ich gesagt, Picke upgraden, neuer Kopf. So, die Durability ist von 113 auf 208 und von 158 auf
756. Aber das ist, soweit ich weiß, einfach nur prozentual. So, und auch die Schaufel werde ich auch gleich mit auf. Die zwei Dinge sind mir wichtig, dass die gleich mit nach oben wandern. So, das ist jetzt aber die reine Picke für die Erze. Dann hätte ich jetzt das mal gesagt, machen wir das so. Halt, nein, dann muss ich hier hin. Da kommt jetzt dann hier das Schwert rein. So, und da kommt jetzt dann hier noch die Fackel hin. Und Stein weghauen. Das Lustige ist, am Anfang brauchst du Stein, dann fängst du an, Grieße zu häuten, wie nochmal was. Dann brauchst du eigentlich nur noch Zeit, um eigentlich Steine zu buddeln oder Erzadern rauszuhauen. Dann kommst du an, fängst an mit dem Strom. Musst du auch Chrysod Oil halt verarbeiten kannst. Ja, und dann hast du das Problem, dass du dann eigentlich zu wenig von dem Chrysod wieder hast. Also ich habe es noch nie geschafft, dass sich das die Waage hält. So, auch mal schön. So, wir haben jetzt 84. Wäre doch nicht schlecht, wenn man so also alle drei Öfen damit befeuern können. Dann hat sich's auf jeden Fall schon mal gelohnt, dass das Screenshot durchgelaufen ist. Wenn einem das erstmal egal ist, weil von diesen Adern werde ich so viele finden. Und wenn dann der Hammer auch noch kommt, und glaubt mir, der kommt schnell genug. Dann ist einem sowieso alles egal. So, wir haben 5:06 Uhr. Das heißt, wir können noch einmal die Wand hier. Auskloppen. Ich bin ja jetzt mal gespannt, ob oben überhaupt Viecher sind. Weil ich finde es total lustig im auf dem Zocken-Server, also wo wir halt rumprobieren, beziehungsweise unseren privaten halt Spielstand halt haben. Da, wenn es dunkel wird, da kannst du dich nicht vor Monstern retten. Hier, wenn es dunkel wird, sehe ich keinen. Aber das wird mir jetzt das Spiel schon sagen. Dass ich meine Klappe nicht so weit aufreißen soll. Und dass er mir dann zeigt, wo der Creeper steht.
Er wartet bestimmt schon oben. Nö. Hier ist halt kein einziges Monster. Also ich habe schon jetzt mittlerweile schon Difficult 3, ich glaube schon das zweite Mal eingegeben. Ich verstehe es nicht. Wenn nicht, müssen wir mal wirklich den kompletten komplette IP mal platt machen. Aber natürlich vorher sichern. Das ist schon irgendwie klar, hoffe ich. So, dann heißt es jetzt, wir haben hier Basaltic Mineral, Basaltic Mineral. Und Basaltic Mineral. Dann lasset uns brennen. Ja, und jetzt läuft da ein bisschen was schon durch. Größte Problem ist eigentlich jetzt schon fast, dass ich jetzt eine andere Kiste brauche. Was kriege ich eigentlich aus Fuller's Earth raus? Das ist mal eine, wo ich nicht schmelzen kann. Magnesium, Siliziumdioxid. Hydrogengas, Magnesium, Raw Silicon. Ah, okay. Wichtiges Zeug brauchen wir auf jeden Fall für MV. Also, Fuller's Earth ist MV-Erz. Wichtiges MV-Erz. So. Und wie gesagt, dass man jetzt einen Dschungelbaum halt einfach so aufstellt und dann keine Seeds draus kriegt. Oder Seeds, Säpplinge. Das Problem hast du halt hier nicht. So, jetzt habe ich hier noch eine Zitrone. Da mache ich auf jeden Fall eine draus. So, Coconut. Nutmeg, Apple, Persimmon. Jawohl. Dann haben wir noch das da. Dann hätte ich mal gesagt, schmeißen wir noch das Holz mit rein. So, F7 mal ausmachen. Also für mich heißt das jetzt am Ende der Folge wirklich Erze suchen gehen. Weil wir brauchen, wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall Kupfer, wir brauchen Zinn, wir brauchen Kohle. Die drei sind wichtig und Redstone wäre ein Bonus. Und Salz zum Beispiel wäre auch ein Bonus. So, wir brauchen ja jetzt das da. Die Aluminium Gravel. Ich habe nur leider zwei. Na, aber diese 72 Ingots, die werden jetzt gleich wichtig sein. Hervorragend. Wir haben unser erstes Eisen. Oh, wir sind schon in der Jungsteinzeit angekommen. Wobei, ich glaube, da haben die nur mit Kupfer rumgespielt. An der Bronzezeit. Oder war die... Nee. Ich glaube, mit Kupfer haben sie angefangen. Ich weiß es nicht mehr. Das sind momentan zu viel los da drin. Und dass ich die Dinger jetzt aufbohre,
Nein, aber es heißt, ich kann auf jeden Fall demnächst auch mal Kartoffeln machen. Quest complete? Sehr schön. Eine goldene Karotte. Eine goldene Karotte ist schön, verstopft aber halt meine Rucksäcke. Mal futtern möchten sie nicht. Ein Pumpkin Pie ist, glaube ich, auch sehr aufwendig. Nee, ist nicht aufwendig. Eine goldene Karotte. Okay, da brauche ich ein Chemical LV. Dann nehmen halt. Den Lootback. So, jetzt bin ich ein Farbenkind. Bin ja so froh. Erstmal ein bisschen aufräumen. Dann kommt das Flint dahin. Und wir basteln uns eine Chest. Aber ich bin auch nicht gerade unglücklich über die Farben. Muss ich ganz ehrlich sein. Kann man immer brauchen. Perfekt. Dann haben wir jetzt mal genügend Eisen. Jawohl, und jetzt geht es dann da nach oben. Und das will ich auf jeden Fall noch schnell durchprügeln. Was einfach wichtig ist. So, also unser erstes Eisen geht drauf für einen Hammer. Dann geht das nächste Eisen drauf für Eisenplatten. Machen wir gleich mehr. So, dann kommt die Eisenplatte und ein Stick und ich habe eine Feile. Dann kommt. Ich glaube Pfeile und Hammer und die zwei Eisenplatten dahin, jawohl. Dann kommt da das Stick drunter und ich habe meine Säge. Dann brauchen wir als nächstes die Pfeile. Ich glaube, das war dann auch gleich so. Dann haben wir einen Screwdriver. Was fehlt mir noch? Der Wrench fehlt mir. Ist einfachste. Fast einfachste. Das, was man am meisten braucht. So, aber jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal in einem Bereich vorgestoßen, der uns auf jeden Fall ziemlich weiterbringt, weil jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal das Werkzeug. Das heißt, ich hab eine Säge, ich habe den Hammer. Das heißt, wir haben die Holzvervierfachung, Verdopplung. Vervierfachung wäre ein bisschen übertrieben, aber Verdopplung haben wir auf jeden Fall. Wir können die ersten Slabs machen und das mache ich jetzt auch noch schnell. Und zwar mit Oakwood. Dann heißt es nämlich jetzt für uns, zack,
Ja, ein bisschen was Gesicht. Dann kommt das nochmal ins Eck. Dann haben wir eine Kiste. Dann kommen die hier hin. Dann habe ich hier auch eine Kiste. Und dann habe ich meinen ersten Drawer. Den stelle ich gleich mal hier hin. Weil das heißt dann für uns, wir können schon mal die ganze Erde hier rausschmeißen. Dann haben wir schon mal das erste Inventar frei. Dann machen wir das gleiche nochmal. Und mir ist es auch mittlerweile ziemlich relativ egal, wie das mit dem, Werkzeugverbrauch ist. Dann wird halt einfach nochmal, wird halt nochmal nach unten gegangen. Und sobald da und dann wird halt nochmal unten Material rausgeholt. Das ist ja mittlerweile kein Akt mehr. Es ist halt ein bisschen langwieriger, aber ich bin ja, ich muss ja jetzt nicht in der 12. Folge auf dem Mond sein. Ja, wobei 12. Folge ein bisschen übertrieben ist, aber ist schon da, wo keiner dran denkt, dass ich da halt schon so weit sein sollte. Also was ich gerne hätte, ist Folge 20, spätestens LV. Und da drin möchte ich dann eigentlich schon hinarbeiten. So, dann klemmen wir mal nochmal das. Dann haben wir nochmal was zum Essen. Was haben wir denn alles Schönes hier oben noch? Das machen wir beim nächsten Mal. Tanned Leather. Das ist was mich interessiert. Das heißt, wir sägen uns da schnell mal was zusammen. Zwölf Stück. Dann machen wir das so. Dann brauche ich die Pfeile. Ich die einstecken? Habe ich die verloren? Ach da. So, dann kommst du dahin. Und dann machen wir da draus nämlich Schrauben. Das Bett können wir schon mal rausschmeißen. Aber das Drying Rack schmeißen wir dafür rein. Aber da brauchen wir ein paar davon. Dann brauchen wir einen Schraubendreher. Dann haben wir das. So, dann haben wir schon mal davon vier Stück. Und was jetzt ganz wichtig ist, darf ich nicht vergessen. Wir sägen uns schon mal die Crafting Station zusammen. Dann haben wir jetzt nämlich hier auch mal vernünftige Sachen. Ja, und der läuft noch einwandfrei. Und das Schöne ist halt, ups, dadurch, dass ich den Eimer habe, also Steinprobleme haben wir keine mehr. Irgendwann habe ich Probleme, dass ich keine Steine mehr habe. Also Kabels meine ich. Dann ein anderes Steinproblem. So, dann habe ich hier auf jeden Fall mal diese Drying Racks. Die hänge ich mal schnell hier hin.
Kann aber leider kein Tanned Leather anhängen, weil dafür bräuchte ich halt Cutten. Was ich noch nicht gefunden habe. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal nochmal wegen auf Abenteuerreise gehen. Dann stelle ich jetzt mal meine Toolstation hin. Mit meinen jeweiligen Materialien. Dann hätte ich gesagt, geh mal auf. Ist jetzt sozusagen der gesprächige Teil erstmal vorbei. Das heißt, jetzt geht's mit Kling Kling sozusagen auf die Erdsuche. Und ja, in der Hinsicht, wenn ihr Anregungen habt, wie immer in die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.